So, willkommen Leute zu einer neuen Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und heute blicken wir mal zurück auf die vergangenen Adventskalender. Und wir fangen mit Jahr 2019 an. So sah der Weihnachtskalender aus im Jahr 2019. Und das Tier, was im Kalender ist, dabei war das Rentier. Das Rentier war, glaube ich, 2018 ein Eventtier, glaube ich, gewesen. Da gab es Truhen, Tickets, Diamanten, dann hier ein Schneemann, Weihnachtsbaum, dann so ein Rentiergespann. Das sind alles Puzzleteile, was man hier bekommt. Und sogar eine Pommesbude gab es als Puzzleteil ein Stück. Und sogar eine epische Truhe gab es. Die Wege gab es dann auch, aber zurzeit gibt es die Wege auch nicht. Hier der Eisbaum, der ist auch im 2020er Kalender mit dabei. Es gibt natürlich auch viele Diamanten und wir gehen mal. Retro-Truhe gibt es auch. Wir gehen dann ins Jahr 2020. Das Highlight war natürlich 2019 das Tierchen, das Eventtier. So, der Schneeleopard war natürlich das Eventtier von 2019. Musste man, glaube ich, 7500, glaube ich, Schneeflocken sammeln dafür, für einen einzigen. So, dann gehen wir mal in das nächste Jahr. So, das ist das Bild von meinem Video. Da ich da noch nicht ganz die ganzen Sachen geöffnet habe, kann ich euch natürlich nicht mehr sagen, was in den anderen Sachen drin war. Aber auf jeden Fall gab es da schon mal viel mehr Tiere mit dabei. Das Rentier gab es auch. Glaube ich, sechs Puzzleteile konnte man zusammenkriegen. Und Schneeleopard gab es auch als Puzzleteil. Und ein neues Tier gab es dann auch als nur in Weihnachtskalender drin. Das ist die Schneeziege gewesen. Das ist das erste Mal, dass wir so viele Tiere in Weihnachtskalender hatten. Und ab dem 1. Januar bis zum 6. Januar lief sogar noch so ein kleiner Kalender weiter. Da konnte man den Schneeleoparden dann noch weiter sammeln. Weil da gab es, glaube ich, beim Event nur vier Puzzleteile vom Schneeleoparden. Und ab dem 1. Januar und dem 6. Januar haben die dann noch zwei Puzzleteile noch dazugelegt. Somit konnte man dann entweder zwei Tiere zusammensammeln, wenn man es schlau angestellt hat, zum Beispiel zwei Puzzleteile zusammen vollendet, dann hat man schon einen Schneeleopard und die restlichen dann auch zusammen, dann hat man dann schon zwei Schneeleoparden. Aber man muss halt das auch logisch vermitteln, dass man das so machen kann. Und nicht einfach sechs Puzzleteile sammeln und dann, ja, ich kann einen vollenden und dann hat man nur einen. Ja, wie das dann dieses Jahr ausschaut, wir werden sehen. Ich kann euch auch noch nichts verraten, wie der Weihnachtskalender ausschauen wird, was da für Tiere drin sein werden. Das werden wir alles erfahren, wenn es soweit ist. Morgen ist auf jeden Fall der Start des Adventskalenders im Zoo 2. Da werden wir morgen das erste Türchen öffnen und werden uns überraschen lassen, was da kommt. Dann sehen wir uns noch. So, habe ich noch vergessen, das Eventtier war natürlich das war natürlich der Tibetfuchs. So komisch, wie der ausschaut. Ist er aber nicht, der ist ziemlich hübsch und süß. Den wollten auf jeden Fall alle haben. So, dann sehen wir uns noch kurz noch im Spiel.
Ich habe natürlich kräftig meine Diamanten ausgegeben. So, da sind wir im Spiel. Hallo, Herr Volkov. Was machen Sie denn in dieser Ecke des Zoos? Hallo, Frau Dr. Vogel. Ich bin auf dem Weg zum Elefantengehege. Okay, Elefanten züchten wahrscheinlich. Ich liebe meine Eistiere, aber diese Dickhäuter finde ich auch äußerst faszinierend. Das ist ja interessant. Wären Sie vielleicht an einer gemeinsamen Forschung interessiert? Ich würde demnächst gerne eine Studie mit Elefantenkehlbären machen. Ja, Elefanten züchten. Klingt gut, ich bin dabei. Wunderbar. Ich werde gleich mal mit Sanftmut über Elefantennachwuchs sprechen. Nee, das könnt ihr vergessen. Wieder mal hier so ein Netzgiraffenteil. Den braucht man nicht. So kann der Zoo Elefanten für eine Studie bekommen. Ja, wenn du mir welche schenkst, nehme ich die gerne an. Werbung, Werbung, Werbung. Drehen wir mal das Glücksrad. Also das Glücksrad kommt aber ziemlich häufig jetzt. Gab es doch früher nur einmal am Tag, glaube ich, gewesen. Aber jetzt ziemlich öfters mal, dass man das Glücksrad drehen kann. So, wie ihr seht, habe ich nur noch 88 Diamanten. Oder besser gesagt, ich habe 500 Diamanten ausgegeben und für dieses Rückerstattungsevent habe ich ungefähr 80 Diamanten zurückbekommen. Was ich mir für die Diamanten gegönnt habe, das zeige ich euch dann gleich. Es war natürlich, habe ich mir ganz gut überlegt, ob ich das kaufen soll oder nicht. Ich habe auf jeden Fall das Terrariumhaus gekauft. Und ich habe mir noch so dieses Besucherinformation gekauft. Ich habe aber da noch kein Tier noch freigeschaltet. Also das ist das Erste. Da brauche ich aber den Goldfasan. Den kriege ich aber aus der Truhe. Ich habe zwar schon einen. Irgendwo habe ich irgendwo einen, glaube ich, Goldfasan gehabt. Oder auch nicht. Da muss ich dann warten, bis die in der Truhe. Ach ne, da kann ich sogar schon einen freischalten. So, dann gehen wir noch ins Terrariumhaus. Da habe ich nicht viel hingestellt, außer halt die ganzen Shops. Und ein Terrarium, Waldterrarium habe ich eins hingesetzt mit diesen hier Mäusen da. Und ich tue zurzeit hier meine Shops noch erweitern auf Stufe 3. Und das dauert natürlich eine Zeit lang. Und ich habe mir so ein. Das hätte ich mir gar nicht kaufen bräuchten, Mitarbeiter will, aber hat nur Münzen gekostet. Und da kann ich nur hier diese Mäuse da züchten. Mehr habe ich hier nicht hingestellt, war lohnt sich erst einmal nicht für mich. Ich sammle erstmal nur die Kohle ein. So, hier kann man wieder zurück. Damit ich da auch mal am Laufenden bleibe im Terrariumhaus, weil ich kann zwar über das Terrariumhaus viel sagen, aber euch nicht zeigen. Deswegen habe ich mich entschieden, da jetzt Diamanten auszugeben. Ansonsten ist hier nicht viel passiert. Ich züchte jetzt weiter hier die Tapirs und die Riesendachse habe ich schon einen gezüchtet gehabt. Jetzt brauche ich noch einen zweiten und dann habe ich die Quest erledigt.
Ja, wir werden sehen, was morgen so alles kommt beim Event. Ich dachte, dass heute noch irgendeine Page kommen würde, aber leider nicht. Wahrscheinlich erst kurz vorm Weihnachtsevent da. Eine Woche vorher auf jeden Fall. Oder die Entwickler haben schon die Tiere eingepflückt. Das kann natürlich auch sein, weil wir haben ja eine Menge Kandidaten zur Auswahl. So, das war's erstmal für die heutige Folge. Wir sehen uns dann morgen. Ich werde auf jeden Fall morgen noch ein Video über das erste Türchen machen. Kann ich erst nach der Arbeit. So, ich sag mal schon mal auf Wiedersehen. Bis morgen, besser gesagt. So, auf Wiedersehen, tschüss und bis bald.